sieht man einen kleinen Trick, wie man die DGL ein bisschen anders schreiben kann. Das ist im Prinzip das, was wir hier gemacht haben, aber das macht noch ein bisschen deutlicher, was da passiert. Definieren wir eine neue Funktion, die nenne ich groß M von T, das sogenannte Sättigungsmanko. Das ist immer gerade der Wert, der bis zum S noch fehlt, also wie viel Salz quasi noch reinpasst. Das wäre am Anfang dieser blaue Strich. So, jetzt gucken wir uns mal die DGL an. Was steht auf der rechten Seite? Was steht rechts? Neuen Funktion m von t? E hoch minus kt mal e hoch minus. Langsam, nee, erstmal nur die DGL hier. Ach so. Was passiert mit der DGL mit dieser neuen Definition? Mit diesem großen m? Ja, dann das c' durch h. Oder? Also, das ist m, das definiere ich so. Die Frage ist einfach nur, welche Gestalt nimmt dann die DGL dann noch gar nicht lösen? So. Jetzt. Okay, C' von T ist gleich K mal N. Passt. Also hier drüben steht tatsächlich K mal M nach Definition und links steht aber nicht C'. Das will ich jetzt auch durch das. Nee, also so wie du es gesagt hast, ist richtig. Aber ich will jetzt das C raushaben. Ich würde hier gerne M' hinschreiben. Warum ist das so aber falsch? Was ist M' tatsächlich? Minus Ableitung von C von T. Wenn ich hier also M' schreiben will, muss ich noch ein Minus hinschreiben. Okay? Oder jetzt guck mal, was wir haben. Nur durch diese simple Umdefinition und das Erkennen von diesem Minuszeichen, jetzt sehen wir, das Sättigungsmanko erfüllt die DGL des exponentiellen Zerfalls. Die haben wir ja schon gelöst. Das war diese Übungsaufgabe mit dem radioaktiven Präparat. Das heißt, wenn man den Trick sieht, kann man sofort sagen, ja, m ist einfach e hoch minus kt mit nur irgendeinem Vorfaktor. Und dann kommt man ganz ohne hier diesen Umweg da drauf. Das ist natürlich nett. Und man sieht auch hier, was passiert mit dem blauen Strich? Der wird exponentiell kleiner. Und damit haben wir auch genau das Verhalten wieder. Stark, oder? Okay. Sehr gute Mitarbeit. Kurze Pause. Vielen Dank.